Willkommen zum ersten Lotus-Tutorial zum Thema 3DS Max. Zum groben Ablauf der Tutorials möchte ich nur kurz sagen, dass zuerst die Grundlagen von 3DS Max, dann die Texturen und dann der Advanced 3DS Max, nennen wir es mal, und dann der Fahrzeugbau kommt. Das heißt also natürlich, man sollte als jemand, der sich mit 3DS Max beschäftigen möchte und dann nur Fahrzeuge bauen möchte, auch mit den Grundlagen beschäftigt, weil auf die Grundlagen wird nicht eingegangen. Und dann noch möchte ich eine Frage vorwegnehmen, und zwar werden wir kein Blender-Tutorial machen. Das heißt also, es wird nur 3DS Max geben. Blender-Tutorial gibt es schon zuhauf. Wir wollten aber den kompletten Prozess von Idee zu fertigen Objekt, Fahrzeug, Map wollten wir dokumentieren, und deswegen möchten wir halt auch ein Tutorial für 3DS Max liefern, weil Julian und ich arbeiten mit 3DS Max. So, natürlich kurz zur Erläuterung, wie bekommt man das Ganze? Einmal als Trial-Version für 30 Tage. Hier ist wichtig zu wissen, dass man damit ein Abonnement abschließt, was man am besten gleich kündigt, wenn man nur kurz reinschnuppern möchte, weil das dann halt irgendwie 75 € im Monat kostet oder so. Das wird dann hier nochmal genau erklärt. Dann noch die Ständenversion, die ist 3 Jahre lang gültig. Das heißt also, man kann damit erstmal auf jeden Fall starten. Die ist auch kostenlos und man muss natürlich eine Hochschule oder Schule oder Universität angeben dafür. Link dazu unten in der Beschreibung. Kommen wir nun zu 3DS Max, wenn man es geschaut hat. Der erste wichtige Punkt bei 3DS Max ist, das gehört auf eine SSD. Falls ihr eine SSD habt und noch Platz drauf, dann installiert das bitte auf der SSD. Das spart euch wichtige Minuten eures Lebens, wenn nicht sogar Stunden, wenn man das hochrechnet. Erster Punkt, wenn man es gestartet hat, ist auf Customize und dann Unit Setup zu gehen und dann bei System Unit Setup Meta einzustellen, sonst kommt es nicht zu Inkompatibilitäten, aber auf einmal erscheint dann vielleicht euer Objekt kleiner, als es sein sollte. Also wie gesagt, hier auf Meta und den Haken setzen. Und was hier steht, ist eigentlich ziemlich egal. Hier kann man zum Beispiel Generic Units lassen. So, weiterhin kann man natürlich noch in Customize und Preferences diverse Sachen einstellen, wie zum Beispiel, wenn man jetzt hier die Gizmos verloren hat. Man kann durch eine Tastenkombination die Gizmos ausschalten. Demnach ist es natürlich sinnvoll, diese wieder anzustellen, wenn man die ausgeschaltet hat, aus Versehen. Und was auch eine ganz wichtige Sache ist, sind die Undos. Also wie oft kann man auf Steuerung Z drücken und der macht immer noch einen Schritt zurück. Aktuell sind es 20 Schritte. Man kann natürlich sowas wie 50 einstellen. Die Sache ist aber nur die, dadurch werden die Dateien größer, weil es in der Datei gespeichert wird. Und ja, muss man halt wissen, wie man das macht. Am besten, man baut keine Fehler ein und muss nicht auf zurückgehen. Nun kann es auch schon losgehen mit der Erstellung von Objekten. Hierbei sind natürlich erstmal solche grundlegenden Funktionen wichtig, wie neue Szene öffnen, speichern, zurück und vorwärts. Und auf der rechten Seite findet ihr alles, was ihr braucht, um Objekte zu erstellen, zu bearbeiten und weitere Sachen. Da gehen wir mal kurz durch. Also, man hat ja oben 5 Reiter. Wenn man hier sich mal kurz durchklickt, fangen wir beim ersten an, der heißt Create. Ist ja auch wichtig, man fängt ja beim Erstellen an. Das heißt also, man hat jetzt hier die Einstellmöglichkeiten, Geometrien, Form, Lichter, Kameras, Helpers und allen Schnickschnack einzustellen. Wir bleiben natürlich erstmal bei den geometrischen Sachen. Sieht man schon bei den Standardsachen, dass es dann einen Würfel gibt. Das kommen wir am besten mal raus. Sphäre ist ein Kugel, Cone ist wieder was anderes, das ist ein Kegel, das geht dann noch zusammen. Machen wir den mal so. Halbes UFO hier. Dann Geosphäre, was ist denn so ein Erdball ähnliches? Man sieht halt, dass die Aufteilung eher dreieckig ist. Ja, Zylinder erklärt sich ja von selbst. Eine Tube, also quasi eine Röhre. Die habe ich natürlich erstmal grauenvoll hier innen platziert. Also nehmen wir den mal raus. Ist also so ein Donut mit Ecken. Dann ein Torus ist ein runder Donut. Pyramide ist jetzt auch klar. Ein Teepot, falls man irgendwie, so eine Teekanne, falls man nach England fahren möchte. Und natürlich noch eine diverse Plane hier. Also alles, das sind die Standardobjekte. Ja, geht's weiter, wenn man hier auf die Dropdown-Liste klickt, kann man noch die externe
Objekte aufrufen. Hier gibt es noch weitere Sachen, die zeige ich jetzt nicht alles. Was zum Beispiel ganz interessant ist, ist, wenn man die Dingsbox hier, so eine Brotbüchse mit abgerundeten Ecken und eine Kapsel. So sieht eine Kapsel aus. Ja, also wie gesagt, da kann man sich mal durchklicken, gibt es viel Spaß. Was man davon natürlich braucht, ist die andere Frage. Weiterhin kann man hier mit auf dem Shapeswriter kann man Splines erstellen. Das heißt, man erstellt sich hier eine Form und kann die dann nach oben extrudieren. So saugut für irgendwelche Verkehrsinseln oder sowas. Ja, weiter braucht man erstmal nicht. Aber was hier noch wichtig ist, ist das Tape bei den Helpers. Hier kann man irgendwelche Sachen ausmessen. Also aktuell, wenn wir es jetzt mal markieren. So. Ja, man sollte vielleicht nicht nur das Target, sondern eigentlich den Helper markieren. Das sind erst 3200 Meter. Also ziemlich viel. Deswegen scrollen wir da rein, sehen hier unser tolles, den Mittelpunkt so gesehen. Der ist ja überall schwarz, drumherum grau. Und kommen nun mal richtig zum Erstellen und Bearbeiten dann auch von einem Objekt. Nachdem wir also jetzt uns hier einen Würfel erstellt haben, den erstellt man übrigens, wenn man in einer Ansicht, das ist egal welcher, den auszieht so gesehen, also gedrückt halten, dann loslassen und dann geht der, wie man hier unten sieht, dann in der Z-Richtung und dann einfach nochmal drücken, dann ist erstellt. So. Der ist natürlich ultra riesig, weil ich hier irgendwie ja, vielleicht noch ein bisschen reinzoomen sollte. Okay, das ist normal geblieben. Jedenfalls kann man dann, wenn man den erstellt hat, hier unten bearbeiten. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Länge von 50. Man sieht schon, die Länge ist dann hier die X-Richtung. Dann die Breite ist die Y-Richtung. Und die Höhe, das ist die Z-Richtung. Dann kann man noch einstellen, wie viele Segmente man haben möchte. Das ist dann für den Hausbau ganz interessant. Da komme ich dann noch drauf zurück. Also wenn wir jetzt hier so einen magischen Würfel, auf Englisch Rubik's Cube, gebaut haben, dann können wir den auch entsprechend texturieren, wenn wir das vorhätten. So. Also haben wir jetzt erstmal, wie gesagt, einen Würfel. Der hat verschiedene Segmente und ja. Also haben wir jetzt aktuell hier so einen schönen Würfel. Gehen wir doch mal auf den zweiten Reiter und schauen, was es da entgegenspringt. Zum einen sieht man erstmal den Namen. Also können wir jetzt sagen, das ganze Teil heißt Würfel. Natürlich mit UE. Können wir für eine Farbe einstellen. Keine Ahnung, was nehmen wir für eine schöne Farbe? Rot. Jetzt ist das Teil rot. Coole Sache. So, drunter ist die Modifiziererliste. Hier kann man alle möglichen Modifizierer auswählen, die man halt komischerweise, der Name sagt es schon, den Würfel modifizieren möchte. Lassen wir kurz weg. Kümmern wir uns lieber erstmal kurz darum, um diese vier Modifizierer, die man hier rausstellen kann. Das finde ich wichtig, dass man die sich einstellt. So muss man nicht immer an diese Liste runterscrollen, dann hier UVB-Map auswählen. Man braucht das öfters. Das heißt also, ist es natürlich logisch, wenn man sich da ein paar Klicks erspart, dass man diese hier rausstellt. Das heißt, man kann hier auf diese das ganz rechte Symbol gehen, Configure Modifier Set, und kann dann hier die Modifizierer auswählen. Die sind natürlich etwas, die sind zwar sortiert, aber nicht so sortiert wie in der Liste. Das heißt, man darf ja erstmal schön suchen, aber kann sich dann hier auch mehrere Buttons einstellen. Ich könnte jetzt also hier mehr Buttons als vier einstellen. Will ich aber gar nicht, weil dann rutscht alles runter. Deswegen die vier Sachen sind ganz wichtig. Man sieht schon, Band hat irgendwas mit Biegen zu tun. Das heißt, hier kann man so schöne Kurven dann erstellen. Dann UVW-X-Form und der UVW-Map und Unwrap-UVW haben was mit Mapping zu tun. So, deswegen, das ist ganz wichtig. Das kann man am Anfang schön machen. Gut, dann haben wir jetzt hier unsere Box. Die Box kann ich wieder so bearbeiten, wie ich es gerade gesehen habe. Ja, es ist aber wichtig, weil wenn wir jetzt das Ganze in ein editierbares Poly umwandeln, also Rechtsklick drauf, editierbares Poly, dann fallen die Einstellmöglichkeiten dafür weg und man kann dann nur noch das Mesh verformen. So, und da sieht man jetzt schon, man hat ganz, ganz viele Sachen, die man auswählen kann. Zum einen ist natürlich das Wichtige ganz oben. Man kann in Selection, kann man hier einmal die Vertex, einmal die Edge, Border, Polygon und Element auswählen. Was macht der Unterschied?
was macht das Ganze hier? Also Vertex ist jetzt natürlich einleuchten. Also ich kann jetzt hier mehrere Vertices auswählen und dann dementsprechend irgendwas damit machen. Bei Edge sieht es natürlich ähnlich aus. Also ich kann jetzt hier natürlich mit Steuerung kann man mehrere Objekte, in dem Fall halt Edges, anpacken und dann halt irgendwas mit den ganzen Teilen machen. Border sieht wiederum anders aus. Das heißt, wir gucken mal, was da draus wird. Aha, wir sehen schon, wir haben hier gar keine Border und können deswegen keine anklicken. Border ist einfach dazu da, um man hat dann mehrere Edges markiert, die so gesehen eine Verbindung haben zueinander. Kommen wir später noch zu, brauchen wir dann noch. Dann haben wir das Polygon, das heißt, ich kann hier ein Polygon auswählen. Normalerweise hat hier halt ein Polygon eine Eckanzahl von 4. Später wird das dann wahrscheinlich eine Eckanzahl von 3 haben, aber hier wird es halt immer als Viereck dargestellt, deswegen nicht wundern, dass es da zu anderen Sachen kommt. Und Element ist dann der ganze Würfel. Aber auch nur, weil man hier wieder unterschiedliche Sachen einstellen kann, wird sich das dann möglicherweise das Element noch unterteilen, aber erstmal ist es halt ein gesamtes Objekt. Gut, was wir jetzt zum Beispiel machen können, ist natürlich irgendwelche Flächen löschen. Das heißt, wir gucken jetzt mal von oben aus und wählen mal, um jetzt mir ein bisschen in die obere Leiste zu kommen, die ist auch ganz wichtig, wählen wir mal ein Objekt aus. Hier natürlich bei Select Object mit Maus und Würfel drauf, ziehen einen Kreis und da ist wichtig zu wissen, welche Einstellung eingestellt ist. Hier ist Window Crossing, also alles, was dieses, habe ich gerade gesehen hier, hier wird so ein Viereck aufgezogen. Logischerweise linke Maustaste zu gedrückt halten. Dann wird alles, was dieses Window, nennen wir es mal, kreuzt, wird dann markiert. Aktuell nur alles, was oben und unten ist. Und dann gibt es dann die andere Einstellung, alles, was umschlossen wird. Das heißt also, dann mache ich jetzt zum Beispiel das gleiche nochmal. Dann wird es nur die Seite werden. Ich möchte, dass das so ist. Und das Ganze löschen wir mal natürlich mit Entfernen. Gut, jetzt haben wir hier ein, ja, nach innen offener, ein nach innen offener Würfel. Wichtig dazu zu wissen ist, dass das Backface Culling. Halt, stopp, das war nicht ganz richtig. Also Backface Culling ist was anderes. Was ich meine, sind allgemein die Backfaces. Das Backface Culling immer aktiv ist, aber später nicht dargestellt wird. Das heißt, man sieht aktuell zwar das Innere des Würfels, das würde man aber später nicht sehen. Das ist ganz wichtig. Wenn man das wollte, kann man das natürlich umstellen, aber im Endeffekt, ja, ich habe mich jetzt dran gewöhnt, ich stelle das nicht mehr um. Dann kommen wir nur zu den Rändern, wie ich das angesprochen hatte. Also Border heißt auf Deutsch übrigens Ränder. Und wenn wir jetzt einen hier anklicken, jetzt sieht man schon, es wird der Mauszeiger gewechselt. Immer wenn man was markieren kann, dann kommt dieses Kreuz. Klicken wir hier drauf und haben die obere Grenze markiert. So, danach kommt ja nichts mehr. Das Objekt ist nicht geschlossen. Demnach ist es offen und das ist so gesehen dann die Grenze des Objekts. Deswegen heißt das Ganze Border. Und jetzt kann man zum Beispiel, um noch eine Funktion zu zeigen, wenn man hier auf Edit Borders geht, dann hat man die Funktion Cap. Puff, ich schieße wieder zu. Man könnte das, wenn man jetzt mal auf Edge geht, könnte man ja listigerweise, weil es mit dem Border anmarkieren nicht ganz so gut funktioniert, könnte man ja listigerweise alle Edges markieren. Dann könnte man natürlich in den Border-Modus gehen und Cap drücken und das funktioniert auch. Also, falls es mal nicht funktioniert oder mit Border, kann man das auch so. Das soll es nun fürs Erste gewesen sein. In der nächsten Folge geht es dann natürlich darum, mit Verschieben, Rotieren, Skalieren und den ganzen Modifizieren. Und was man halt alles so mit dem Programm alles machen kann. Es soll ja um die Grundfunktionen gehen. Lasst Feedback da. Verbesserungsvorschläge sind erwünscht. Ich hoffe, es hat gefallen und sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!